So, willkommen zurück, willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, ich hatte es angekündigt. Wir haben die Jungs von Sonax da. Das komplette A-Team, die A-Liga, die De Excellence. Ja, ich würde sagen, stellt euch mal vor. Fangen wir von rechts nach links an. Genau, ja, ihr kennt mich ja schon vom ersten Livestream. Mein Name ist Christian Resch, ich bin der International Technical Instructor von Sonax. Ja, und freue mich heute hier zu sein. Ja, und ich bin der Richard, ich bin Produktmanager von der Firma Sonax, für die Profiline zuständig. Und wenn der Christian jetzt hier was vorführt, werde ich dann im Hintergrund ein paar Erklärungen abgeben. Genau, also es geht ein bisschen intensiver, ein bisschen von allem etwas. Also polieren kommt auf jeden Fall auch noch dran, das habt ihr euch ja stark gewünscht. Wir gehen jetzt die grobe Vorreinigung durch, das ist ein bisschen so die Chemie dahinter. Ihr seht, wir haben auch schon Produkte aufgebaut. Das wird so das erste Themengebiet der Videoreihe werden und dürft euch auf alles weitere freuen, also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. So, seid ihr bereit? Würde ich sagen, legen wir los, oder? Mhm. Okay, erstes Thema hier ist die Motorwäsche und zwar haben wir zwei Produkte dabei. Das ist einmal der Multistar als Reiniger, als allgemein Grundreiniger und der Plastic Care. Die Plastic Care ist dann die Versiegelung, kommt im zweiten Step. Üblicherweise nimmt man für die Motorreinigung natürlich einen sehr potenten Kraftreiniger wie den Motorenkaltreiniger. Es gibt aber Anwendungsfälle und da kommt gerade die Stärke dieses Multistars zum Tragen als Allgemeinreiniger und zwar für so eine typische Verstaubungen und für diesen leichten Dreck. Und hier ist der Multistar besonders gut geeignet, eben für den Motorraum, genauso gut für den Außenbereich als auch für den Innenraum. Unterschied hier ist dann nur unterschiedliche Anwendungskonzentration. Ja, das wird der erste Step sein, die Reinigung. Hier haben wir eine Mischung von 1 zu 5 vorbereitet. Es ist durchaus denkbar, dass man bis zu 1 zu 10 gehen kann. Das ist dann abhängig von der Art der Verschmutzung und Stärke der Verschmutzung. Und wenn wir dann gereinigt haben, kommt das Plastikcare zum Einsatz. Es kommt unmittelbar auf den noch nassen Lack. Das heißt, es ist keine Zwischentrocknung notwendig. Das ist ein extrem schneller Prozess und Plastikcare soll eben alle Teile, bevorzugterweise die Kunststoffteile im Motoroberraum, dann versiegeln, farbintensivieren und eben die tolle Optik dann ergeben, die ein ganz klar sauberer Motor dann besitzt. Na Christian, dann ja, bitte leg mal los. So, wir schäumen jetzt ein und was wichtig ist, bei allen Reinigern die Einwirkzeiten zu beachten. Ja? Nicht auf heißen Oberflächen anwenden, Motoren abkühlen lassen. Jetzt arbeitet Christian mit dem Pinsel nach. Einwirkzeit vom Multistar sollte in der Regel nicht 5 Minuten überschreiten. Wenn man in der Zeit den kompletten Motor nicht behandeln kann, dann spült man oder sprüht einfach Multistar nach. Zur Chemie des Multistar. Multistar ist ein leicht alkalischer Reiniger. Ist keine extreme Reinigungsgranate und soll er ja auch nicht. Dafür gibt es andere spezialisierte Reiniger, Vorreiniger, die deutlich alkalischer sind. Es ist eben ein Grundreiniger, ein Allgemeinreiniger, leicht alkalisch eingestellt, pH um die 10. Fokus liegt einfach hier in der Materialverträglichkeit. Und ihr seht, es gibt ja viele Materialien am Motor, Metalle, Kunststoffe, Gummis und die alle haben ihre Eigenheiten und mit Multistar ist man hier auf der sicheren Seite. Das ist ja zum Beispiel auch ein Vorteil von der Schaumapplikation. Man kann den Multistar natürlich auch mit dem Druckpumpzerstäuber aufsprühen, dann ist der Film aber relativ dünn und trocknet umso schneller ab. Und hier sieht man, der Schaum, der steht lange und man hat auch eine verlängerte Bearbeitungszeit. Ideal zur Vorbehandlung, vor dem Einsprühen mit dem Multistar, ist, wenn man die elektrischen Teile vorher abdeckt, mit einer Folie, die Lichtmaschine zum Beispiel, oder eben Steckkontakte mit dem SX90 behandelt, dessen wasserverdrängende Wirkung natürlich dafür sorgt, dass die ganzen Teile wieder funktionieren später. Thank you.
Christian hat jetzt den Motor gespült. Wichtig beim Spülen ist, den Abstand der Lanze zu kontrollieren, dementsprechend einen Abstand zu halten. Jetzt kann man optional mit Druckluft nachblasen. Man muss es per se nicht unbedingt, aber es gibt Vertiefungen, wo sich viel Wasser sammelt. Da macht es Sinn, dass man kurz ausbläst. Jo, und jetzt kommt das Plastik hier zum Einsatz für den Motorraumfinish. Plastikkehr verdrängt auch zum einen das Wasser und legt einen schönen glänzenden Film. Plastikkehr kann man noch mit Wasser strecken, je nachdem wie viel Glanz man möchte. Man kann es pur einsetzen, dann glänzt der Motor relativ stark. Wir empfehlen in der Regel das 1:1 oder 1:2 zu verdünnen. Ja, wird einfach nur aufgesprüht und wirkt von selbst, trocknet von selbst. Dauert ein paar Minuten bis zu einer halben Stunde. Man kann in der Zwischenzeit eben die Motorklappe schließen und am Fahrzeug weiterarbeiten. Fertig.